What's up, Leute? Willkommen zu Spieltag Nummer 3. Xian gegen Eve ging haben wir jetzt schon in den letzten beiden Seasons jedes Mal gespielt. Sind dazu aber auch abgestiegen jetzt in letzter Season. Und es ist Spieltag 3. Und wir spielen gegen Eve. Wir stehen 1-1 aktuell mit einer Differenz von plus 2. Erster Spieltag ging 6-0 aus, weil er ging 4-0 für Damon aus. Jetzt ist es gegen Eve und mein Matchup ist gefühlt wieder genauso scheiße wie letztes Mal. Weil nicht ganz so scheiße, jetzt noch was noch ein Stück schlimmer. Diesmal wird's hoffentlich wieder ein bisschen besser. Ich habe den Kalk ready, ich habe die Aufnahme ready, ich brauche noch einen Zettel. Ihr habt ja wieder schon die Karte, den Rahmen hier, ich hoffe, der hat letzte Woche auch schon gefallen. Also es war jetzt keine große Arbeit, aber ich sehe das Feedback ja erst morgen, weil ich das gerade am Dienstag aufnehme, am 31.8. Und ja, muss ich nur warten, bis er auch mal hier bestätigt dann. Okay, er sucht jetzt auch. Okay, perfekt. Wir drücken auf OK drücken. Oder auf A in dem Fall jetzt. Ich schreibe noch schwind. Good luck, have fun. You too, ja. So, dann mache ich den Kalk auf. So. Passt. Ich habe einen Zettel neben mir liegen, wo ich mir Monster aufschreiben kann, die noch offen sind. Und was die haben. Ich habe den Kalk offen. Ich habe die Aufnahme offen. Oder habe ich die Aufnahme offen? Ich habe die Aufnahme offen, okay. Ich habe Audacity am Laufen. Ich habe Audacity auch am Laufen. Sehr gut. Dass mir doch alles passt. So. So, dann schauen wir mal, was er so dabei hat. Und hoffen, dass es hier, dass wir wieder positiv stehen nach dem Spieltag. Ich habe noch gute Musik am Laufen. Ich habe immer nur eine Musik laufen in den Kämpfen, finde ich angenehmer. Dass ich mir jetzt mal die Pokémon-Mucke anhören muss. Die ist zwar auch gut, aber. Ja. Und die Lehne ein bisschen hoch, damit wir hier ein bisschen aufrechter sitzen können. Mein Headset-Kabel verheilt sich an meinem Stuhl, das ist uncool. So. Also, Ditto ist dabei, das ist schon mal gut für Jody hier, weil wir damit ein. Bichu ist nicht dabei, das ist auch sehr gut. Ich glaube, ich gehe mit Toro rein. Oder gehe ich aber mit ihm hier rein? Ich kann natürlich auch mit Arasaka reingehen, auf den Kresselit hoffen. Ich tue es auch mal eher nicht. Ich gehe mit Takemura rein. Weil die Sache ist, nee, ich brauche eigentlich im Lied irgendwas, mit dem ich gegen Toro gewinnen kann. Und das wäre halt theoretisch Adam Smash. Also lege ich mit dem mal. Übrigens, ich kann den Namen auch ausschreiben, theoretisch. Aber da Eruption ein Event-Move aus Gen 4 ist, meist lieber so, weil sonst kann man im Vorhinein theoretisch wissen, wenn ich es ausschreibe, dass ich keine Eruption drauf habe auf Featuren. So nebenbei. Man kann den Namen ja später nicht mehr abändern, soll ich weiß. Also von dem her, wenn ich ihn ausschreiben will, dann habe ich ja Probleme sonst. So, Wolfloss ist im Lead. Kann der Heatwind theoretisch killen? Das ist schon mal gut zu wissen. Wir sind relativ offensiv, also Fokus Blast mir da schon ziemlich Aua machen. Der kann aber nicht killen, wenn er kein. Oder der kann einen Life-Up haben. Mit Life-Up killt der. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich jetzt aber auf dem V-Switch stehen, da habe ich halt keinen Switchen rein gerade. Ich brauche aber Adams. Wo brauche ich Adams mehr schon noch? Eigentlich will ich. Wobei, ich kann nicht den auch anders noch ausnehmen. Den Toro. Ich gehe auf eine Eruption. Vielleicht haben wir auch Luck und er Mist. Voltwechsel. Ja, okay. Das macht sehr viel Schaden. Das macht sehr viel Schaden, holy shit. Das ist, war vielleicht auch die Idee mit dem Eruption nicht unbedingt die beste. Das ist Choice Backs wie Switch Damage? Das war echt viel gerade. Ja, das Ding ist gespaxed. Oh. Interesting.
Ja, okay, er kriegt ein Eruptionsgewicht. Das macht nicht so, noch nicht so unfassbar viel. Wobei, wir sind auf 75 KP gerade. Wie stark ist denn da die Eruption gerade? Die schwächer als ein Flamethrower. Jetzt schauen wir uns mal Hitmanschein dagegen an. Der hat etwa ein Viertel bekommen. Davon. Oder ein Drittel eher. Der ist nicht AV. Der kann aber speziell defensiv sein. Oder er ist offensiver und hat keine AV. Könnte ich auch sein. Aber schauen wir uns mal sowas hier an. Wenn der keinen Special Investment hat. Der ist auf jeden Fall etwas speziell defensiver ausgestattet. Wir gehen an meinen Arasaka. Nur Toxen gleich mal irgendwas. Da vergessen wir den Monster aufzuschreiben, fällt mir darauf. Offensivfest, okay. Der ist also offensiv plus Assaultfest. Kaputoro. Okay. Ich bin full fist def mit das genau. Also, mal so killen tut er mich nicht, aber der macht halt trotzdem richtig viel Schaden damit. Außer, er könnte auch wieder beendet sein. Das ist ja gerade die Scheiße, ein bisschen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir jetzt sehen, dass ich rausswitchen und Heatran. Also, toxisch einfach. Vielleicht. Sub. Okay, das ist jetzt kacke. Das ist jetzt richtig kacke. Ich muss ja auf den Poltergeist gehen. Tut weh, aber ist so. Trotzdem. Der sollte aber trotzdem noch. Ja, der soll eigentlich trotzdem noch den Sub brechen. Der Poltergeist. Darf man nicht missen. Und ich misse. Ah. So eine Scheiße. Ja, und jetzt kann er nochmal erstmal Brücke ab und dann breche ich den nicht mehr. Ach, so eine Kacke. Kann ich gleich Taurus abwerfen? Muss ich gleich Taurus abwerfen? Ich meine, wahrscheinlich ist das irgendwie. Aber jetzt sind wir so, aber der wird wahrscheinlich full HP sein. Was kommt jetzt? Holzhammer. Fehlt wahrscheinlich jetzt schon, oder? Ja, fehlt schon. Sehr gut, perfekt. Fängt richtig gut an hier. So, okay. Jetzt ruhig bleiben. Was ist meine beste Möglichkeit? Also. Ich habe jetzt schon Arasaka vorne, war meine beste Antwort halt theoretisch auf das, wie heißt's? Auf das Kresse. Den brauche ich, weil meine Wincon ist. Den brauche ich hier schon zum Lücken reißen. Den brauche ich noch für Turtok. Also entweder. Wait, wie mache ich mit Jackie dagegen, wenn der auf plus 1 ist? Taurus. Gegen einen Bolo auf plus 1 Death. Wenn der mich nur Full HP ist, weiter mit 40%. Ich gehe jetzt in Jackie, weil ich wahrscheinlich mit Jackie das Ding nicht killen kann, nachdem ich mit dem Heatwing gedroppt wäre. Du jetzt eben auch weh, dass ich jetzt so früh halt zwei Monster an den Toro abwerfen muss. Ja, Eisenschädel. Und Tor wahrscheinlich. Tor ist wahrscheinlich gleich weg, ne? Holzhammer, ja. Aber er kriegt natürlich jetzt eben auch nochmal Recoil drauf. Weil ich hätte dann vielleicht auch Tor noch killen können.
Killen jetzt auch. Wobei ich da mal. Na, Ross wird wahrscheinlich langsamer sein, ne? Tyrantrum. Wenn er keinen Speed hat, dann. Weil allen Held killt halt nicht. Wir gehen in einen Smasher. Wir müssen eigentlich zu 100% schneller sein. Und er sollte jetzt auch killen. Wir haben halt auch die Holzkohle. Ja, das killt safe. Wir können. Ja, wir müssen auf den Flammenwurfel gehen. Er kann natürlich jetzt in Turtag raus. In Turtag haben wir aber mit Rot haben den perfekten Switch in. Bei dem ist es jetzt nicht so das Riesenproblem. Okay, geiler Name auf jeden Fall. Ditto, okay, ja. Okay. Er kann uns aber auch nicht hitten. Und da werde ich jetzt den Teufel tun, rauszugehen. Weil er wahrscheinlich jetzt gestraft sein will. Also kann ich jetzt eigentlich relativ free in Rot angehen. Und auf das, was dann reinkommt, wie switchen. Und wenn jetzt Tore kommt, burn ich den. Weil ich es muss. So, Brandon kommt rein. Er drückt Lichtkanone, ja. Natürlich ein Spezifter, perfekt. Könnte ich jetzt einfach Hydron. Los, mal anschauen. Das war halt ein absolut behinderter Start schon wieder, genauso wie letzte Woche. Gegen meinen Heatran. Auch mit Detroit Speedbase, ich hab da halt 50 oder sowas. Ja, der killt die Hydro. Ich hab'n. Muss er trotzdem wie switchen. Ja, geht raus, perfekt. Aus dem Dreien. Toro, okay. Passt. Wir kriegen ihn weiter angechippt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt auch nur noch hier 4 Monster auswählen und. Also jetzt auch nur 3, weil. Ja, aber wenn das Ding weg ist, wäre es schon mal deutlich besser. Nur das ist ja die Frage: Gehe ich jetzt auf den Flammen? Oder ich gehe mein Playset jetzt auf Lichtkanone zu gehen, oder? Die soll nämlich auch killen. Das Problem ist jetzt halt gerade, da ist ein Tauros, der schneller ist als alles in meinem Team. Und der ist gespext. Der kann Celebi zwar immer noch nicht killen mit einem Dark Pulse. Aber er macht ihm extrem viel Schaden. Und ich hab halt kurz vorher ich noch das Teammaking vorhin aufgenommen. Ja, okay, Tauros weg. Dabei hatte ich wahrscheinlich auch wieder, dass ich rausgehe. Wobei jetzt haben, ich hab Toro weg, okay. Jetzt wird wahrscheinlich Deutschlos reinkommen. Und Solim ist eben mit Voltolos. Der ist schneller als alles und kann eigentlich alles killen. Also werde ich den jetzt frei wie switchen lassen. Ich werde drin bleiben mit Heatran, muss ihn abwerfen. Ja. Ich muss jetzt hier Heatran abwerfen, schweren Herzens. Schweren Herzens. Oh, dann finde ich auch wirklich mein letztes Tool. Wobei, wenn er auf den V-Switch geht, ne? Kann ich auch auf Takemura gehen, da siehst du das halt auch nochmal. Und Judy. Welches Juji, was will er dann machen? Nicht in Juji gehen, was geht er dann? Hier ist in Juji, muss hoffen, dass er auf den B-Switch geht.
Und es zählt nicht auf Ditto. Das wäre ganz praktisch. Die am besten und wahrscheinlich Kresse jetzt. Tipp ich mal. Ah, das Arasaka als weg. Das verkehrt echt ab. Ditto wäre jetzt tatsächlich echt uncool. Krass, okay. Kresse macht mir eigentlich nichts, soweit ich weiß. Ich kenne mich halt Toxin, ich habe Nature Cure. Ich kenne eigentlich dann theoretisch auch wieder raus. Defensive. Gegen Celebi. Judy. Im Grassy Terrain auch noch. Da haben wir ein bisschen mehr. Und ich habe einmal nächste Kloppen. Und dann drücke ich danach einen Begrenzer, weil ich mir vorstellen kann, dass er in Ditto reinkommt. Da kann ich nochmal einen Ränkeschmied drücken. Vielleicht drücke ich jetzt irgendwas Normales. Maybe. Gedankengut, okay, der hat auch Boosting. Das ist jetzt eklig. Alter, was ist denn das? Ich will es eigentlich alles auf sowas schieben, aber wenn ich halt wirklich. Ich hab kurz hier, ich hab hier das Psycho-Klinge drauf. Ey, wenn ich diesen scheiß Poltergeist nicht miss. Am Anfang. Das wird dir ganz ekelhaft. Machen sehr guten Schaden. Welche nur auf Setup? Eisstrahl. Okay, das soll aber nicht so viel machen. Ist nur ein Cresselia. Geht, okay. Geht. Das ist ja sehr, sehr gut. Ich kann jetzt einmal auf dem Grenzen gehen, dass er jetzt in seinen Dinger rausgeht, in seinen. Wobei jetzt ist Castle wieder weg. Soll ich Begrenzer drücken oder soll ich Gigasauger drücken? Ich auf dem Gigasauger. Also ich schau nochmal. Ja, echt low hier. Es könnte sein, dass ich gleich will ich gegen dieses scheiß. Gegen dieses scheiß Voltolos verliere. Weil ich mal halbes Team in ihm abwerfen musste. Weil ich ihn dieses in den Tor abwerfen musste. Ey! Ich will es lieber eigentlich gar nicht rausholen. Ich muss den rausholen. Ich brauch den noch. Eisstrahl kann man eigentlich Brandon am besten rein. Oder eben Heatran. Heatran an Tontig. Ich taunt den gleich. Jo, Eisstrahl. Jetzt soll ich gleich hoffentlich schneller sein und den taunten können. Also jetzt echt hier nichts mehr, warum würde ich gegen Heatran machen können? Och, mir fällt jetzt das Toxic, was ich auf 12 ins hatte. Mann. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das gerade gewinnen soll. Mich hier im Brandon gehen, der geht gleich auch low, weil er eine plus 1 Psychokinese kommt. Ich muss euch irgendwas abwerfen, ich glaube, es ist Heatran. Ich bin jetzt nur umsonst rausgeholt. Ich habe hier ein Riesenproblem und ich habe. Wie gesagt, ich will eigentlich hier nichts auf groß Hex schieben oder was, aber dieser scheiß Poltergeist am Anfang, der hat so viel kaputt gemacht. Weil ich zumindest habe ich effektiv nichts gemacht in dem Game. So, ich werde jetzt hier schon abwerfen. Gerne Takemura andrücken im Headsmash. Und der sollte eigentlich killen.
der Chinese kommt. Wenn gleich der Taunt durch ist, dann kann ich den auch gleich wissen nochmal. Und wenn gleich Taunt weg ist, durch nochmal einen Taunt. Röner ist durch, okay. Ich will nochmal einen Taunt. Oder durch keinen Taunt, nicht auch einen Flambo. Wir müssen ja jetzt, wer ist ein Taunt belegtet? Und mich killt? Also ich will, entweder ich jetzt auf Taunt und drückt auf Heal. Also er hielt sich selbst. Da habe ich hier den Flammenwurf auf Free. Wenn er jetzt aber Attack, muss ich auf Flammenwurf gehen. Ich auf Flammenwurf. Bitte, bitte, bitte. Bitte heal dich. Bitte, nee, bitte heal dich nicht. Greif einfach an. Greif an. Greif an, Bro. Greif an, okay. Okay, okay, okay. Wir haben noch eine minimale Chance hier. So, ich geh jetzt in Takemura. Frage ist jetzt nach dem Ditto. Was mache ich dann? Ich muss Kopfstoß drücken hier. Kopfstoß killt. Perfekt. Oder sollte killen. Perfekt. Jetzt bitte nicht Ditto rein. Ich glaube, wenn Ditto zu machen ist Game. Ist denn Game? Ich glaube ja. Sollte. Toter kommt, okay. Ich glaube, da links habe ich jetzt einfach, oder? Wobei ich ja Rotom habe eigentlich dafür. Ich habe eigentlich extra dafür Rotom. Also gehe ich jetzt in Rotom. Wenn jetzt auch in unsere Rollwende kommt, das wäre natürlich kacke. Aber eigentlich habe ich extra Rotom, dass der hier Action gegen macht, dass der hier gut gegen steht. Problem ist eben, dass ich den, dass ich die Super Spell eigentlich nicht mehr habe, die ich hier gebraucht hätte in dem Matchup. Aber das Game ist schon eh schon verloren. Da muss ich ein Geheimnis draus machen, dass der Anfang hat einfach zu viel kaputt gemacht. Ja, Beschuss, ja, der Wassermove kommt. Fällt es ja nicht live auf. Wird er wahrscheinlich aber. Ja. Fällt. Ne, das ist live auf. Yep, hier hätte ich die Schlüssel mal gebraucht. Ja, auf dem Irrlicht fällt es ja aus irgendwelchen Gründen physisch. Und dann werde ich noch ein bisschen Damage drauf bekommen, weil Wieselchen will ich hier nicht, weil ich da irgendwas abwerfen muss gegen. Perfekt. Es ist und der ist für dich physisch. Oder ist auch was fairer. Oh, Alter, was ist denn das? Ich muss es nur hoffen, dass ich mit Tarantum schneller bin. Dann kann ich wenigstens noch einmal den Sum und den Nachweg drücken. Bin ich schneller. Ob, wie ist denn das hier so verhältnismäßig? Oder mit Halle bin ich deutlich mehr, deutlich mehr Tempo. Ich könnte natürlich auch in Judy gehen. Und einmal dagegen Giga Drain. Weiß auch nicht, wenn es irgendwas bringt. Aber wir nehmen eben auch nicht so und was so viel Schaden machen. Also ist der Play jetzt Sub oder ist der Play jetzt Strainen? Ich glaube, der Play ist Sub. Der Player muss eigentlich Sub sein. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schneller bin. Ich hoffe es einfach. Ich muss hoffen, dass ich schneller bin. Zap, ja. Geht durch mit dem letzten Runde von Turtok. Okay. Das geht es immerhin. Der Kalk spackt wieder. Ja, zum Beispiel noch der zusätzliche Damage auf Takemura, das ist ein bisschen kacke.
So. Gegen Takemura. Der wahrscheinlich dann ein bisschen. Wahrscheinlich dann Full HP sein. Aber Full HP droppt. Durch den Head Smash. Also gehen wir jetzt auf den Head Smash. Takemura, let's go, du holst es. Schlapper nicht. Tyrantrum, Tyrantrum. Tyrantrum, Junge. Wasserdüse, ja, ist okay. Geht klar. Ah, schnell, ist auch plus 2. Ja, passt schon. Ja, der Crit, ne? Passt alles. Ist alles cool. Nehme ich hin. Das Game hasst mich heute. Ich habe zwei Headsmashes getroffen. Ich habe mich eigentlich nicht beschweren, aber. Ey. Ja, ich stirb Takemura hier. Er kann es eigentlich komplett free in seinen Fund gehen und meinen Celebi killen. Komplett free. Yep. Da wurden wir vom Game auch nichts versehen gerade. Na, Wattlos kommt und er killt mich. Damit geht das Game mit 3 zu 9 Eve und. Es tut weh. Es tut einfach weh. Also jetzt hier fällt irgendwie auf einen Marschbombe sogar. Passt. Ja, GG. Alter. Alter. Aber wenn es am Ende sogar auch so sehen will. Mit dem Burn macht die Wasserdüse am Ende nicht mehr so viel, dann lebt Tyrantrum nochmal eine Runde. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob der physisch war. Kann ich gerade nicht sagen, weil ich außerhalb der G-Max nur einen Move davon gesehen habe. Aber eben, wenn das Ding physisch war, dann war der Burn nochmal deutlich wichtiger, weil eben Rotom einmal den Turn überlebt. Och, Alter. Alter. Ja. Hat ja wehgetan. Hat ja wehgetan. Ja, ich hoffe, dann nächste Woche läuft es wieder ein Stückchen besser. Das lief ja schon mal ein bisschen besser letzte Woche, das war ein 4-0. Ah. Dieser Poltergeist-Miss am Anfang war halt. Ich glaube, der war halt schon quasi matchentscheidend. Also, er ist natürlich sehr offensiv frei. Ich habe ein Lead verloren. War in dem Fall halt schon mal. Oh, ich hab eigentlich mit gefühlt allen Lead verloren, wenn ich Thunderous mit Specs, weil ich Specs Thunderous ja nicht erwartet habe. Hat er, ist er halt wahrscheinlich einfach nur ausgegangen, dass ich mein Groundhog nicht dabei habe. Was ist denn mein Groundhog im Team nochmal überhaupt? Ich hab blöd. Ich hab auch einen Groundhog. Ja, ich hab Lando. Hä? Bro. Okay. Ja, wenn ich Lando nicht dabei hab dagegen, ist er dann scheiße. Oder vielleicht dann irgendwie nicht so ein offensives mitnimmt. Wenn ich Lando theoretisch dabei haben hätte können. Wenn Lando in dem Matchup jetzt auch nicht so unfassbar scheiße gewesen wäre heute. Habe ich eben falsch gepokert. Sehr gut. Ja, dann kann ich meinen Specs Thunderous, der auch schon alles in meinem Team und auch gefühlt alles davon One-Shot ist. Außer Celebi. Und Celebi habe ich fürs restliche Team noch gebaut. Theoretisch, wenn ich mit Celebi einmal den nächsten Part rausbekomme und da kein Kresser gegenübersteht, oder ich Kresser vorher schon mit Arasaka rausgenommen habe, kann es halt Win werden. Das League ist ja eigentlich schon dadurch bedingt, dass eben, dass Celebi eben schneller dann wäre als alles und auf plus 2 ist und, auch alles sehr gut getroffen hätte. Problem war eben, dass mir eben Arasaka gefehlt hat, dass mir Tauros gefehlt hat, um Kresse und Korum zu spielen. Ja, einfach kacke. Na, ich verabschiede mich, Leute. Wir sehen uns dann in der Woche oder nächste Woche wieder.